Und genau das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich von einem illegalen Treffen der Basis mal gegangen ins Café Mandelzweig in Berlin und habe dort so viel Begeisterung gespürt unter diesen Menschen für diese Werte der vier Säulen, die wir uns gegeben haben, dass ich an dem Abend in die Partei eingetreten bin. Wir sind hier live am Bundesparteitag 2023 in Bonn. Hallo Sven, schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Gespräch. Bitte gib mir doch kurz dein Feedback zum Bundesparteitag. Wie nimmst du die Stimmung im Saal wahr und wie ist es für dich bisher? Hallo David, danke, dass wir sprechen können. Ich bin sehr begeistert. Das ist ja schon unser zweiter Parteitag dieses Jahr. Auf dem ersten Parteitag konnten wir leider nur den geschäftsführenden Vorstand wählen, drei Personen. Wir haben einen Parteitag jetzt in Bonn begonnen gehabt am Freitag, der den restlichen Vorstand wählen muss. Das ist auch unsere gesetzliche Verpflichtung. Und inzwischen bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir sehr gut in der Zeit sind, dass es sehr diszipliniert vorangeht in den Wahlen. Und da bin ich sehr froh drüber, dass wir hier gut vorankommen. Du hast es gerade angesprochen, du bist in den Bundesvorstand gewählt worden, hast diese sehr, sehr große Verantwortung aber auch übernommen. Und dann wart ihr nur zu dritt für eine so große Partei, die fünftgrößte Partei Deutschlands. Musstest du sehr, sehr viel Arbeit quasi in einem sehr kleinen Team erledigen. Wie war das für dich? War das sehr nervenzehrend, kräftezehrend? Ja, in der Tat. Das ist natürlich anstrengend. Das kann man sich sicher vorstellen. Allerdings war ich vorher auch schon im Landesvorstand von Brandenburg sehr aktiv. Und wir sind nicht nur zu dritt, denn wir arbeiten schon die ganze Zeit mit sehr vielen Menschen bei uns in der Partei zusammen, die uns auch sehr unterstützt haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt im Anschluss auch innerhalb unseres Bundesvorstandes sehr gut hinbekommen, konstruktiv und teamorientiert zusammenzuwirken und trotzdem noch mehrere Leute zu haben, die uns da unterstützen. Seitdem du Vorstand bist, das ist vielen in der Partei, aber auch außerhalb der Partei aufgefallen, gibt es viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, viel mehr Sendungsbewusstsein nach draußen. Ja. Manche Leute können sich das nicht vorstellen, du hast einen sehr, sehr langen Bart, bist vermutlich etwas älter als ich, aber du bist ein ziemlich bekannter Influencer in Deutschland, auch auf TikTok. Du bist schon relativ lange auf TikTok aktiv, mit einer großen Reichweite, ja. Auch schon bevor du Bundesvorstand warst, warst du sehr politisch und hast da große Reichweiten erzielt. Wieso? Das wichtigste Video war mal eins zur Energiepreisbremse und was das eben für die Menschen auch bedeutet hat, dass teilweise die Versiebenfachung von Energiepreisen hingenommen wird und das hat die Menschen doch sehr interessiert und das waren Videos, die gingen bis zu 1 Million Klicks, das, was mich sehr verwundert hat, was aber eben auch zeigt, wie wichtig es ist, etwas den Menschen mitzugeben und zu sagen, wofür man steht und welche Meinung man dazu hat, damit sich Menschen wiederfinden und wir dadurch vielleicht in Kontakt kommen. Deutschland wird momentan seit fast 2 Jahren von der Ampelregierung regiert. Man hat den Eindruck, die fahren über Rot und fahren das Land eigentlich auch an die Wand. Braucht es die Basispartei jetzt mehr als je zuvor? Die Basispartei braucht es nicht nur während der Zeit der Ampelregierung, vorher unter der Regierung Merkel, darf man ja überhaupt nicht vergessen, was diese Regierung gemacht hat. Die hat ja dazu geführt, dass sich die Widerstandsbewegung gegen die Eingrenzung unserer Grundrechte, die wir ja eigentlich im Grundgesetz garantiert haben, die wurden unter Merkels Regierung eingeschränkt. Da wurde diese Ministerpräsidentenkonferenz sozusagen ins Leben gerufen und zu einem Entscheidungsorgan gemacht. Die stehen aber gar nicht im Grundgesetz. Und im Ende 2021 mit der Bundestagswahl haben wir dann die Ampelregierung bekommen, die, so muss man muss es leider konstatieren, ein absolutes Desaster ist. Ja. Gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. Sven Lindgren vor 5 oder 10 Jahren. Hättest du dir vorstellen können, damals mit deinem damaligen Ich, dass du in 2020 und den Folgejahren auf die Straße gehst, demonstrierst, laut wirst, Reden hältst auf Bühnen und schlussendlich dann Bundesvorsitzender einer der größten Parteien in Deutschland wirst? Nein, das habe ich mir nicht vorgestellt. Das ist auch nicht mein Lebensplan gewesen. Ich bin studierter Diplom-Ingenieur und habe lange in Großprojekten gearbeitet, habe dann in einem familiären Projekt gearbeitet und habe die ganze Zeit mich zwar politisch interessiert, war aber nie in einer Partei oder habe kein politisches Amt angestrebt. Als dann aber diese Corona-Zeit mit den Lockdowns begonnen hat und man für sich realisieren musste, wie geht man jetzt damit um, so wie wir eingeschränkt werden,
können wir uns das gefallen lassen? Kann ich auf der Couch sitzen bleiben und das Gefühl haben, ihr anderen macht mal, dass das wieder besser wird? Und genau das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich zu einem illegalen Treffen der Basis mal gegangen ins Café Mandelzweig in Berlin und habe dort so viel Begeisterung gespürt unter diesen Menschen für diese Werte der vier Säulen, die wir uns gegeben haben, dass ich an dem Abend in die Partei eingetreten bin. Das Lieblingswort der Medien in den letzten Jahren, ich bin ja noch ein etwas jüngerer Mensch, aber ich habe es mitbekommen, so seit 2015, 2012 vielleicht auch Krise. Krise, Krise, Krise. Hat deine Generation dafür gesorgt, dass es so schlimm geworden ist, weil ihr zu lange auf der Couch gesessen habt, wie du vorher gesagt hast? Ich glaube, es ist eher etwas anderes. Das, was man jetzt ja gesehen hat in den letzten Jahren und jetzt aktuell wird es ja weitergeführt mit der Klimakrise und mit dem Ukraine-Krieg. Es geht um Angst, die die Menschen von ihrer Rationalität und dem Kleinhirn entkoppelt und dass die im Kleinhirn spielt die Angst. Und damit sind die Menschen manipulierbar ohne Ende. Menschen, die Angst haben, denken nicht mehr gut nach. Und das ist ein Zustand, der erreicht werden sollte, um uns dazu zu bringen, dass wir es erlauben, dass uns die Steuern aus der Tasche gezogen werden, dass wir selber Medikamente benutzen müssen, die uns experimentell verabreicht werden sollen und, und. Also durch diese Angst kommen wir in eine Manipulierbarkeit, gegen die wir etwas stellen müssen, zurück aus der Angst zu kommen und wieder zum rationalen Denken und zum gesunden Menschenverstand. Ich glaube, das ist eines der zentralen Elemente der Basis, dass wir immer wieder versuchen, bei uns zu sein. Wir haben Schwächen alle und an einigen Stellen haben wir großen Diskussionsbedarf. Aber wir versuchen mit unserem gesunden Menschenverstand auf den Gegenüber einzugehen und damit zu erreichen, dass wir wieder in einen Diskurs, eine Debatte kommen und nicht abhängig sind von einer vorgegebenen Meinung. Und wenn man sich daran nicht hält, haben wir ja heute eine Cancel-Kultur, die sich ja im Grunde genommen aus der Debatte herauszieht mit Schlagworten und sagt, nein, das ist eine falsche Meinung, das sind Fake News und so weiter. Wir kennen das Ergebnis. Ist das eine neue Blockwart-Mentalität? Ist das vielleicht, erinnert das ein bisschen auch ein Stück weit an die DDR, was jetzt hier gerade passiert? Ja, auf jeden Fall. Und viele fragen sich ja, warum in den Ostländern ein anderes Wählerverhalten gerade zu sehen ist. Da fragen sich viele, ist der Osten etwa nicht demokratiefähig? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Im Osten gibt es viele Biografien, die immer noch ganz direkt betroffen sind von 40 Jahren DDR-Sozialismus, der ja auch ein autoritäres und auch totalitäres Regime war. Und davon haben die Menschen immer noch genug. Die wissen, so ein System wollen wir nicht haben. Und in den Familien wird dieses Lebensgefühl, dieses Wissen natürlich noch präsent weitergegeben. Deswegen ist der Osten strukturell politisch etwas anders als im Westen, wo die letzte Diktatur dann 70, 80 Jahre zurückliegt. Ich hatte hier vorher ein Interview mit einem 18-jährigen Basismitglied, mit Etienne. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, wie der Alltag der Menschen beschaffen ist, wenn es darum geht, sich vielleicht noch einbringen zu können in die Politik. Michel Foucault nannte das einmal die Regierung des Selbst, also der Bürger regiert sich selbst als eine Art Zahnrad, das nicht vor und nicht zurück kann. Man steht auf, man geht zur Arbeit, man kommt nach Hause, man ist müde, man schläft ein und ja, es fängt von vorne an. Wo bleibt denn die Zeit für die Begeisterungsfähigkeit, die Demokratie zu pflegen? Wo nehmen wir sie her? Das ist ein super interessanter Ansatz. Ich habe vor einiger Zeit mit unserem Basismitglied Jimmy Gerum gesprochen und da kam das Thema auf, dass uns seit Jahrzehnten als Menschen unser innerer Funke, unser göttlicher Funke abtrainiert wurde. Ja, wir sollen aus der Selbstverantwortung gehen, um leichter manipulierbar zu sein und diesen Funken zurückzubekommen, selbst zu glühen und für uns selbst einzutreten. Das ist im Grunde genommen ein absolut wichtiger Aspekt, um dann in die Gemeinschaft zu kommen und selbstbewusst mit einem Gegenüber im Diskurs zu sein, in der Debatte zu sein. Und ich glaube, davor haben viele Angst, dass wir das wieder können, wenn bei uns der Funken wieder angeht. Vielen Dank dafür, Sven. Vielleicht noch abschließend erlaubst du mir eine kleine Komikerfrage, eine Scherzfrage. Wenn die CDU dich als Weihnachtsmann mieten würde,
ja, für eine CDU-Veranstaltung und würdest dort auftreten und du hättest die Chance, eine Rede zu halten bei der CDU, was würdest du diesen Leuten dort sagen? Zuerst mal würde der Weihnachtsmann, also wir wissen ja, dass der Weihnachtsmann ursprünglich ein blaues Gewand anhatte und durch einen bekannten Softdrinkhersteller plötzlich rot angezogen war. Ich glaube, ich würde gestreift gehen in grün, blau, rot und orange oder zumindest auffällig unsere Basisfarben zeigen. Was würde ich denen sagen? Liebe Leute, wenn ihr daran glaubt, dass es den Weihnachtsmann gibt, dann glaubt ihr wahrscheinlich auch noch, dass ihr konservativ und echte Opposition seid. Kommt mal raus aus eurer Blase und macht mal etwas für die Menschen wieder und hört auf, den Sozialismus, einen Ökosozialismus einer Ampelregierung mitzupflegen. Denn ihr seid nicht keine echte Opposition mehr, sondern ihr bedient die als Pseudo-Opposition, um dieses ganze Machtkartell am Laufen zu halten. Zeit für Veränderung. Das war Sven Lindgren im Gespräch live vom Bundesparteitag der Basisdemokratischen Partei Deutschland in Bonn 2023. Lieber Sven, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, gerne.